NA-90 ist ein Transporthubschrauber der 10-Tonnen-Klasse, der verschiedene Aufgaben erfüllen kann. Kernauftrag ist natürlich Transport von Innen-, Außenlasten und Personen-Soldaten. Man hat die Möglichkeit, verschiedene Rüstsätze einzurüsten. Eine Möglichkeit ist der Verwundetentransport mit dem NA-90. Dazu wird der Rüstsatz Medivac eingerüstet. Immer wenn die Medivac-Maschine unterwegs ist, wird eine zweite Maschine mit den Rüstsätzen M3M links und rechts ausgerüstet, um entsprechend der Medivac-Maschine Geleitschutz, Schrägstrich-Schutz, wenn die Maschine am Boden steht, zu geben. Das, was wir heute machen wollen, ist das Einrüsten des Rüstsatz M3M. Als erstes Element kommt eine massive Grundplatte. Dieses Element schwarz-gelb markiert, entsprechend mit dem silbernen Laufring, später für die Lafette. Es wird fest mit dem Luftfahrzeug verschraubt und dient als Aufnahme der Lafette, wo das M3M eingerüstet wird. Kommen wir jetzt zu dem nächsten Bauteil, der Lafette für das M3M. Die wird jetzt ausgeschwenkt. Auf dem Drehring der Bodenplatte, den wir eben schon angesprochen haben. Jetzt vorne das Pedal ist eingerastet. Als nächstes wird der Schießwinkelbegrenzer eingerastet. Man sieht jetzt, entsprechend Aufgabe des Schießwinkelbegrenzers ist es, den Schwenkbereich der Lafette zu limitieren, dass durch das Feuer keine eigenen Bauteile am Luftfahrzeug beschädigt werden. Als nächstes wird der Kamerad die Seitenrichtsperre setzen. Bewegt bitte noch einmal. Man sieht jetzt hier entsprechend links und rechts zwei Absteckmöglichkeiten. Das ist ein Hinweis dafür, dass wir entsprechend die Lafette links und rechts einsetzen können. Des Weiteren haben wir an der Lafette noch eine Höhenrichtsperre mit den Absteckmöglichkeiten 0 Grad, minus 25 Grad und minus 59 Grad. Des Weiteren an der Lafette zu sehen, einmal markant rot die Abfeuereinrichtung, wenn später das M3M verbaut ist. Oben drauf auf der Lafette in Silber die Picantini-Schiene zum Anbau des Visiers. Und unterhalb schwarz der Spannhebel, der dann mit der Waffe verbunden wird, um die Waffe zu laden und zu spannen. Blick oben auf die Lafette sehen wir einmal im Hintergrund eine doppelte U-Nut. Das ist das Loslager, wenn die Waffe verbaut wird. Und hier vorne der silberne Bolzen, der gezogen wird, ist später das Festlager. Die Bleche unterhalb der Waffenwiege, die zu sehen sind, dienen zum Ableiten der Hülsen, die nach dem Schießen ausgeworfen werden. Und im Hintergrund links und rechts die Bolzen, die wir noch sehen. Hier und hier die Aufnahme, auf der anderen Seite ebenfalls identisch, dienen zur Aufnahme des Gurtgliedersammelkorbs. Dann im Hintergrund, wenn man jetzt oben in die Öffnung reinschaut, das ist die Aufnahme, wo dann das Magazin in die Lafette eingesetzt wird, wo später dann daraus die Munition für die Waffe zugeführt wird. Das Zubehör, was noch angebaut wird, ist einmal hier der Gurtgliedersammelkorb, der Ableitkanalwinkel, Gurtgliederableitkanal, Zuführkanal, das eigentliche M3M, was in die Waffenwiege eingebaut wird, das Aimpoint-Visier, was auf der Lafette montiert wird, Ziellinienprüfgerät für den Aufbau des Visiers, ein Werkzeugsatzbediener, ein Magazinkasten, der 300 Schuss fasst und für Ausbildungszwecke 85 Schuss Exerziermunition. Wir sehen jetzt hier einen Kameraden, der entsprechend das 300 Schuss fassende Magazin mit Exerziermunition vorbereitet. Aufgrund der unterschiedlichen Bauzustände müssen die Magazine auch für rechts- und links zuführende Waffen vorbereitet werden. Er bereitet jetzt hier das Magazin für eine rechts zuführende Waffe vor. Das heißt, wenn der Schütze auf sein Magazin guckt, so wie er jetzt davor sitzt, müssen die Patronen rechts aus dem Magazin rauskommen und die Geschossköpfe zum Bediener zeigen. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Einsetzen des M3Ms in die Waffenwiege der Lafette. Das M3M wird grundsätzlich mit zwei Mann getragen. Wiegt 37 Kilo. Das Tragen mit zwei Leuten ist eine entsprechende Sicherheitsvorschrift. Die beiden Kameraden haben die Waffe jetzt rangetragen. Ein dritter Kamerad hat im Luftfahrzeug angenommen.
Als erstes wird das Loslager eingesetzt und als zweites das Festlager. Im nächsten Schritt wird der Draht der Spannvorrichtung mit dem Spannhebel der Lafette verbunden. Und als nächstes wird der Kamerad einmal die Schwenkbereiche abfahren und gucken, ob die Waffe entsprechend fest in der Lafette ist und alles passt soweit. Nach Einbau der Waffe in die Lafette muss immer das Kopfspiel und der Feuerzeitpunkt überprüft werden. Wir beginnen immer mit dem Überprüfen des Kopfspiels. Das Überprüfen des Kopfspiels oder das Kopfspiel an sich ist der Abstand zwischen Patronenlager und Verschluss. Es gibt eine entsprechende Lehre mit Go- und No-Go-Seite. Die No-Go-Seite darf nicht reinpassen. Die Go-Seite der Lehre muss reinpassen. Das ist hier in Ordnung. Die Waffe wird gespannt, bis man entsichern kann. Ist entsichert. Dann wird die erste No-Fire-Lehre eingeführt. Der Schlagbolzen darf nicht auslösen, bis die Lehre sich festsetzt. Dann wird wieder leicht zurückgezogen. Jetzt kommt die Fire-Lehre rein. In dem Zeitraum, bis das Patronenlager, bis es anschlägt, muss der Schlagbolzen auslösen. So weiß ich, der Feuerzeitpunkt an der Waffe ist auch gut. Dieser Vorgang muss insgesamt 3-mal gemacht werden. Im nächsten Schritt kommt der Anbau verschiedener Teile, die ebenfalls noch für das Komplettieren der Waffenstation benötigt werden. Als erstes kommt der Anbau des Zuführkanals. Dieser Kanal ist am Ende die Verbindung zwischen dem Magazin und der Waffe. Man sieht hier, der Kanal ist flexibel. Und durch den Kanal wird später die Munition entsprechend zu der Waffe zugeführt. Jetzt wird der Gurtglieder-Sammelkorb angebaut. Die Gurtglieder sind die Verbindungsstücke zwischen den einzelnen Patronen im Gurt, werden hier entsprechend aufgefangen und nach dem Schießen dann aus dem Korb zurückgeführt. Dass die Gurtglieder entsprechend in den Sammelkorb kommen, brauchen wir auch hier einen Ableitkanal. Dieser Ableitkanal wird mit dem Ableitkanalwinkel befestigt. Und jetzt hier mit dem Sperrbolzen wird der Kanal im Korb gesichert. Im nächsten Schritt wird der Ableitkanalwinkel an das M3M angebaut. Jetzt wird der Ableitkanal am Winkel befestigt. Man sieht jetzt auch hier entsprechend die flexible Verbindung vom M3M zu dem Sammelkorb. Als nächstes, was wir jetzt schon sehen, erfolgt der Anbau des Visiers an der Picantini-Schiene, die schon angesprochen wurde. Das Visier, was wir hier sehen, ist ein Aimpoint-Visier, Rotlichtreflex ohne Vergrößerung. Entsprechend das Rotpunktvisier betreiben zu können, muss eine Batterie eingesetzt werden zur Stromversorgung. Überprüft jetzt die Funktion, Batterie ist eingesetzt, Rotpunkt ist zu sehen und zusätzlich wird jetzt rechts seitlich am Visier noch ein IR-Laser angebaut, der entsprechend für das Nachtschießen unter Biff benötigt wird. Seitlich am Visier ist jetzt noch ein silberner Hebel zu sehen. Der silberne Hebel ist für den Ballistikausgleich. Der Ballistikausgleich wird benötigt, um für die verschiedenen Zielentfernungen
das Visier entsprechend auf die Waffe nachzujustieren. Wir haben die Schalterstellung 200 Meter, 800 Meter, 1200 Meter. Im nächsten Schritt justieren wir das Visier. Das M3M und das Visier sind ja als zwei einzelne Bauteile an der Lafette angebaut und haben keine direkte Verbindung. Deswegen justieren wir jetzt einmal mit Hilfe des Ziellinienprüfgeräts das Visier auf das Rohr. Das Ziellinienprüfgerät wird eingesetzt. Man sucht entsprechend ein Ziel, was besprochen wurde. Wenn man entsprechend mit dem Ziellinienprüfgerät auf dem Ziel ist, was jetzt der Fall ist, wird entsprechend mit Hilfe eines Schraubendrehers das Visier auf das gleiche Ziel eingestellt. Macht dann einmal, indem man das Ziellinienprüfgerät um 180 Grad dreht, einmal noch eine Gegenprobe. Bin drauf. Und passt. Passt, jawohl. Der Schütze kommt jetzt an die Waffenstation, stellt schon mal sein Magazin in den Hubschrauber, übernimmt die Waffenstation. Er checkt hier einmal, ob alle Bauteile entsprechend sicher befestigt sind, die Station im korrekten Zustand ist und alle Hebel und Sperren entsprechend so sind, wie sie sein sollen. Prüft den Ladezustand der Waffe und ob die Waffe entspannt ist. Setzt das Magazin in die Lafette ein. Legt jetzt den Patronengurt in den Zuführkanal ein. Befestigt den Zuführkanal am Magazin und hat so die Verbindung zwischen Waffe und Magazin mit Hilfe des Zuführkanals hergestellt. Nachdem die Verbindung hergestellt worden ist, fährt er jetzt nochmal entsprechend die Schwenkbereiche der Waffe ab, ob nichts hakt, verklemmt ist, alles läuft so, wie es sein soll. Und steckt entsprechend die Sperren wieder ab und prüft die Funktion des Rotpunktvisiers. In den nächsten Schritten werden wir die Ladetätigkeiten sehen. Als erstes wird der Schütze die Waffe teilladen. Er öffnet den Deckel der Waffe. Legt den Patronengurt hinter die Sperrklinke. Und schließt den Deckel. Der Patronengurt ist jetzt in die Waffe eingelegt. Die Waffe ist teilgeladen. Der Schütze wird jetzt beginnen, die Waffe fertig zu laden. Dazu wird die Waffe wird einmal gespannt. Im nächsten Schritt erfolgt ein Kaltschuss. Das bedeutet, die Waffe wird abgekrümmt und die erste Patrone wird vom Verschluss erfasst. Es erfolgt ein zweites Spannen. In dem zweiten Spannen ist jetzt der Verschluss mit der ersten erfassten Patrone zurückgezogen worden und die Waffe ist fertig geladen und gesichert. Der Schütze hat jetzt die Höhenrichtsperre gelöst, kippt die Waffe an und guckt von unten in die offene Verschlusslaufbahn, ob entsprechend eine Patrone zugeführt wurde.
Das ist der Fall. Er hat jetzt im nächsten Schritt die Seitenrichtsperre gelöst und schaltet das Aimpoint-Visier ein. Der Schütze ist mit seiner Station jetzt feuerbereit. Er geht jetzt einmal grob ins Ziel. Auf das Kommando Feuer frei wird er die Waffe entsichern. Wir führen jetzt einmal grob im Ziel einen Kaltschuss durch. Wir verwenden hier entsprechend für die Ausbildung Exerziermunition, die in Form und Gewicht natürlich der Originalmunition entspricht. Bei scharfer Munition würde jetzt natürlich das Feuerstoßprinzip wirken. Der Schütze würde seine Abfeuereinrichtung gedrückt halten. Hier in der Ausbildung mit der Exerziermunition haben wir natürlich die Übungskünstlichkeit, dass keine Treibladung gezündet wird, kein entsprechendes automatisches Nachladen erfolgt. Wir müssen hier in dem Fall dann von Hand mittels des Spannhebels die nächste Patrone nachladen. Die vorher zugeführte Exerzierpatrone wird nach unten ausgeworfen und wir könnten jetzt in der Übungskünstlichkeit fortfahren und mittels eines Kaltschusses den nächsten Feuerstoß darstellen. Nach dem Feuerkampf stellt der Schütze jetzt entsprechend Sicherheit her. Er setzt die Sperren, um die Waffe zu entladen, öffnet den Deckel, entnimmt den Patronengurt, entfernt die letzten Gurtglieder aus der Verschlusslaufbahn. Da der Patronengurt nicht komplett verschossen wurde, wird jetzt auf der Stellung S die letzte Patrone verkammert. Jetzt entsprechend durch ein erneutes Spannen die letzte Patrone ausgeworfen. Und durch das Auswerfen der letzten Patrone ist der Verschluss jetzt hinten. Die Sicherung wird auf Stellung F gestellt. Und durch ein letztes nach vorne führen des Verschlusses der Schlagbolzen im Verschluss entspannt. Der Schütze stellt auf S, überprüft, ob der Schlagbolzen entspannt ist. Und die Waffe ist entladen und gesichert. Deckel wird geschlossen.